herzlich willkommen zu einer neuen Folge Goodbye Deponia. Ich habe immer noch keine Ahnung, was wir machen müssen, aber das werden wir früher oder später herausfinden. Und wir probieren aber jetzt weiterhin einfach irgendwas mit diesem Brett hier zu machen. Was findet man häufig eine Mutter? Was findet einem? Du rätst niemals, was ich... Nicht jetzt, Rufus. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Och, Menno. Immer bist du beschäftigt. Hey, Doc. Du rätst... Nicht, ich bin... Och, Menno. Immer bist... Hier, ich hab deinen Anzug aus der Reinigung geholt. Zieh dich jetzt bitte wieder an. Es ist schon ein wenig zugig. Ich glaube, die Heizung ist ausgefallen. Aber, naja, was ein echter Pirat ist. Und ein Pirat. Wer hatte denn den Quatsch eingeredet? Naja. Ach, Herr, ist er, aber sie den... Komm schon. Bah, vergiss es. Ich bleib jetzt erst. Und wenn ich... Nichts da, Rufus. Ich brauche... Und ich brauche ihn, um ihn wahrlos... Ich sagte... Ist ja schon gut. Hey, Doc, du rätst... Nicht, ich bin gerade... Och, Menno. Immer bitte... Hä? Alle sagten, ich würde schuppen. Ob sie das hier gemeint haben? Na, da hat man... Pirat. Hä? Wie kannst du so... Du Altersfleck. Zieh dir mal lieber, du willst doch nicht, dass... Willst du dir jetzt nicht langsam mal was anziehen? Warum sollte ich? Du frierst doch bestimmt. Es ist schon ein wenig zugig. Ich glaube dir aber... Ja, ist aber... Komm, ich bin... Und ich sag dir... Und laut zu... Ja. Alles klar. Du plan... Ich habe nur ge... Wie du das... Ich sag dir, du holst dir die Schüttelpappe. Unsinn. Dann wäre meine Zunge doch ganz blau. Außerdem hätte ich Husten, Schnupfen und Fieber. Blaue Zunge, Husten, Schnupfen, Fieber. Alles klar. Deine Blöße wirkt mein Ästhetikempfinden. Insbesondere, wenn du diese Sache mit den Beinen machst. Es ist immerhin eine Frau anwesend. Goal? Auf mich wirkt sie eher abwesend. Und so lange könntest du mir ruhig mal die Beinfreiheit gönnen. Du ahnst ja nicht, wie schwer es ist, eine passende Hose in meiner Größe zu finden. Na gut, es ist eine abwesende Frau anwesend. Aber ist das ein Grund, gleich auf ihr herumzutrampeln? Sie ist ja jetzt schon ganz rot. Rufus, ich glaube, du stehst auf ihrem Beatmungsschlauch. Oh. Egal. Es geht hier nicht um irgendwelche Schläuche. Es geht hier um... Beinfreiheit? Genau. Nicht, dass ich jetzt weniger Beinfreiheit hätte. Ich denke da auch an Doc. Mach dir mal keine Sorgen um meine Beinfreiheit, Junge. Apropos, warum sieht man eigentlich nie deine Beine, Doc? Lassen wir es doch einfach bei... Mach dir keine Sorgen, Junge. Was auch immer. Ich brauche dieses Handtuch. Okay. Nein, nicht! Du weißt auch nicht, was du willst. Neue Augen. Ach, mach doch, was du willst. Okay. Außer der Sache mit den Beinen, hörst du? Alles, nur nicht das. Komm schon, zieh dir bitte was an. Erlöse mich von diesem Anblick. Warum sollte... Ach, mach doch... War das nicht... Geht so. Oh je. Unglücklich ist das wäre... Immerhin hast... Sorry. Nimm's nicht, es ist einfach meine Augen. Du, Doc? Wie kommt das Kalibrieren voran? Es käme schneller voran, wenn du... ein Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammut-Fellrelais besorgen würdest, nicht wahr? Genau. Was würdet ihr nur ohne mich machen?
muss los. Ihr habt mich schon viel zu lange. Je weiter du. Okay, hier kommen wir auch nicht voran. Ich rette dich. Und da. Hier kommen wir auch nicht voran. Bevor ich dich ab. Oh je, jetzt kommt alles raus. Ich wollte so. Ein wie mein? Schon besser. Okay, hier haben wir schon alles mit ihm beredet. Kann ich nochmal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Ach komm schon, gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind nur für Menschen bestimmt, die willens sind, sich reinzuwaschen von... Oh, erspar mir das. Ich bin schon raus. Ich habe es anders gesehen. Was treibst du da noch gleich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Verstehe. Das kann eine Weile dauern. Ach, dir ist ja nicht mehr zu helfen. Keinem von uns. Hey, lass Mr. Toffee in Ruhe. Hey, ich sehe, dass du verzweifelt. Gönn dir dein Schick. Mag sein, aber das könnte alles... Gute Idee, aber so würde... Es wäre schon lustig, aber leid... Kein Essen vor dem Ritual, danke. Bist du am Fasten? Nein, aber man sollte niemals mit vollem Magen schwimmen gehen. Schwimmen? Was habt ihr vor? Nun, es ist ein Reinigungsritual. In einer Wäscherei? Ja, zu dumm, dass es hier keinen Hotelpool gibt. Solange er es nicht vermisst, ist es auch kein Diebstahl. Ich sehe, das gönn dir ein Schick. Mag sein, aber das könnte alle... Ich sehe dein Max, aber diese Klasse könnte... Nehmen wir mal an, ich würde zufällig das Geld auf deinem Tisch vergessen. Würde die Welt dann trotzdem untergehen? Das Schicksal lässt sich nicht bestechen, Rufus. Lässt sich das Schicksal denn vielleicht durch Gewaltandrohungen einschüchtern? Nein, denn das Schicksal kann Shai Hulu und hat außerdem eine geladene Plasmapistole unter seinem Tisch kleben. Das war nur so eine Frage. Ich sehe, dann dir dein Schick. Mag sein, aber diese Klaue kann doch eh kein Mensch lesen. Das könnte alles. Okay, hier kommen wir auch nicht weiter. Oh Gottchen. Irgendwas fehlt uns noch oder so, ne? Sonst. Die Spülung fängt uns irgendwo. Okay, ich trage nur selten so. Okay, ich trage selten so. Okay, ich trage selten. Okay, ich trage selten so. Okay, ich trage selten. Okay, ich selten. Okay, das hilft uns auch nicht weiter. Was soll die? Der hat ja noch. Die Toilette hilft uns auch nicht weiter. Diese Situation wichtiger und. Na, da hat man.
Heizung ist auch nicht, dass ich das nicht. Ich denke. Wer braucht schon? Kua! Aber sonst ist hier nichts. Schön groß. Dafür, dass es im ganzen Hotel kein einziges Stück saubere Wäsche gibt. So ist kein Rankommen. Ich müsste die Waschmaschine erstmal wieder zum Laufen bringen, sofern dieser Saunaclub da mich lässt. Entschuldigung. Dauert das hier noch lange? Hum, hum, kumbaya. Verdammt. Man kann schnell und dann zeigen und feuern. Ich müsste... Um. Verdammt. Wie wär... Aber ich... Um. Ja. Wie wär... Um. Aber ich... Um. Ja. Wisst ihr nicht... Um. Oh, oh, ich... Um. Ich müsste... Oh, verdammt. Wie wär... Kriegt mit, ja. Und wie wär... Es kann doch nicht sein, dass hier nichts machbar ist. Ihr habt ja keine Ahnung. Das kann doch nicht sein, was machen wir jetzt? Das ist tatsächlich ein bisschen rau. Vielleicht... Das hat geklappt. Das nenne ich mal wirklich inflationären Gebrauch von Fäkalhumor. Oh Gott. Das ist das Einzige, was wir im Inventar noch nicht kombiniert haben, übrigens. Das ist mir gerade so eingefallen. Ja. Super, ne? Guck mal jetzt, was scheiß Pastete da reinknallen. Na endlich. Dieses ganze Geld wechseln hat mich ganz schön hungrig gemacht. Ich glaube, ich werde trotzdem Oso den Vortritt lassen. Oh, endlich. Was hast du da? Etwas zu essen? Was denn sonst? Eine Pastete? Wow, das ist ja wirklich nett von dir. Ich werde noch ganz krank vor Hunger. Du weißt schon, blaue Zunge, Husten, wie bei den... Ich sag... Hätte mit etwas... Was ist? Ich glaube... Ach so, ja, ich hab's. Erzeugt zwar ein La... Und wir würzen die ein bisschen nach. Man kann nie genug Pfeffer haben. Hey! Keine Panik, ist alles auf. Und hier ein ganz besonderer Gaumenkitzler. Haha, fresst meinen Staub, ihr risikoaversen Durchschnittsköche. Was hast du da? Etwas zu essen? Was denn sonst? Eine Pastete? Wow, das ist ja wirklich nett von dir. Ich werde noch ganz krank vor Hunger. Du weißt schon, blaue Zunge, Husten, Schnupfen, Fieber, wie bei den Schüttelpocken. Ich sag doch, du solltest dir etwas anziehen. Hätte, sollte, würde. Mit etwas Pastete im Magen sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Was ist? Bekomme ich jetzt die Pastete? Ich glaube, sie ist noch nicht ganz fertig. Ich hab doch tatsächlich... Na, großartig. Hat man...
Das würde ich. Dieser Verlauf erst und zweitens. Hä, was fehlt denn noch? Laut Verfallsdatum kann man diese Pastete noch gut essen. Vorausgesetzt, ich interpretiere dieses Piktogramm von einem Jäger, der einen Büffel erlegt, richtig. Ich behalte das. Das würde ich. Diese sind wichtig. Diese Situation wichtiger unter. Hä, aber die ist doch gut, die Pastete. Was hast du da? Etwas zu essen? Was denn sonst? Eine Pastete? Wow, das ist ja wirklich nett von dir. Ich werde noch ganz krank vor Hunger. Du weißt schon. Blaue Zunge, Husten, Schnupfen, Fieber. Wie bei den Schüttelpocken. Ich sag doch, du solltest dir etwas anziehen. Hätte, sollte, würde. Mit etwas Pastete im Magen sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Was ist? Bekomme ich jetzt die Pastete? Ich glaube, sie ist noch nicht ganz fertig. Ich glaube, aber. Wer hatte da. Ist aber. Kompa. Ich bleibe. Okay, dann noch nicht. Ja, wir haben noch gar nicht versucht. Wir Schuppen in der Kapuze eines Kahlkopfs. Genial. Die Kapuze zu Wenn tun. Wenn es so etwas wie eine Auto-Ehe gäbe, würde ich mir noch heute einen Antrag machen. So, ne? Kann ich noch mal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Was treibst du da noch gleich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Verstehe. Ja, das kann eine Weile dauern. Keinem von uns. Es wäre schon lustig, ihn mit Läusen zu verseuchen, aber leider fehlt. Gut. Kann ich noch mal? Ja. Ach komm, nein. Diese. Oh, ja, ich bin schon raus. Ich habe es. Was? Ich verstehe. Was treibst dich die Welt? Ich finde. Nein. Igitt, was ist das denn? Ich habe Schuppen. Das ist eine Katastrophe. Und ich habe das ganze Hotel-Shampoo auf dem Schwarzmarkt gegen Zigaretten eingetauscht. Steh da nicht so rum. Tu was. Ein Shampoo, meine Rettung. Raus mit dir! Ich muss duschen. Oha! Das Gespenst, Freund der Spukerei. Da sollte ich lieber nicht stören. Zerstörers ist nah. Fuga, fuga, schalali. Die Ankunft des Zerstörers ist nah, so nah. Fuga, fuga, schalali. Fuga, fuga, schalala. So ist kein Rat.
Okay. Hey, so einen Korken könnte ich gut gebrauchen. Und du bleibst schön brav da drin, Mr. Toffee, okay? Mr. Toffee? Wo ist er denn? Gut. Mr. Toffee ist entkommen. Und den können wir jetzt dahin, ne? Und nee, da oben. Da reinstecken. Und das dann so, dann gehen wir da rein. Und dann gehen wir nochmal da rein, ne? Ah, nee. Okay, alles klar, aber das machen wir alles in der, wir machen nochmal in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge.